dann? Okay, bye Sammy. Gut, dann... Ja, weil... Ciao Sammy. Sollen wir vielleicht ein Overlay für das Spiel machen, aber hey. Nun gut. Ja, und ich habe mit Devil Survivors aufgehört, weil ich spiele das nicht alles nochmal. Und wieso begeht der Typ auch Suizid? Das ist dämlich. Gut. Ich hatte gespeichert, wo der komische Polizist war. Das ist nicht gerade das Schlechteste, aber es ist auch nicht gerade das Beste, was mir passiert hätte können. Ich spiele einfach nach, wie immer. Und du bist bei mir kein Bot mehr auf einmal. Sion, endlich wieder bei uns. Steckwick hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr ein paar kleine Knirpse in unsere Zeit gebracht habt. Und seht euch nur einmal an. Sie tragen in Rot und Grün. Ich bin schwer erstaunt. Andererseits, was sollen die Kleinen sonst schon tragen? Dennoch bin ich gespannt darauf, wie die kleinen Brüder mit unseren wohlbekannten großen Brüdern im Team arbeiten werden. Professor, ich muss Sie darüber informieren, dass ich die Pilzkönigreiche Vergangenheit in gigantische Schwierigkeiten befinden will. Dann ist es wohl wahr. Diese Schrubb-Kreaturen haben sich mit der Prinzessin aus dem Staub gemacht. Wie? Wir müssen etwas unternehmen. Es geht um die Prinzessin, Mann! Dead Babies. Oh, vielleicht sollte ich erwähnen, so ein Professor, dass wir dies in Bowsers Festung in der Vergangenheit geborgen haben. Ich bin beschämt, weil ich nichts darüber identifizieren konnte. Keine entsprechenden Aufzeichnungen in der Datenbank. Asche auf dein Haupt, Jesse. Das ist ein Koboldsternsplitter, der Schreibstoff für die Sternmaschine. Warum war ein Roses Festung? Warum ist er zerbrochen? Meine Güte! Der Koboldsternsplitter treibt das Monster in den Wahnsinn! Mama! You tried coming, you tried. Kann es sein? Ja, es kann. Ich glaube, es besteht eine Verbindung zwischen dem Koboldstern und diesen Schrobplünderern. Vielleicht können wir herausfinden, wie diese fiesen Aliens besiegen können, wenn wir noch mehr von den Koboldsternsplittern finden. Wow. Smart as Toad is smart as. Mario, du bist unser Mann. Finde die restlichen Splitter und finde die Prinzessin Peach. Noch hätte Prinzessin Peach Oblag. Durr. Splitters raging. Dieses Beben, es war nicht natürlich ein Ursprungs. Ich nehme an, dass sich hier, im Palast ein weiterer Strudel der Zeit aufgetan hat, oder Zeitstrudel. Der Koboldsternsplitter reagiert auf die anderen Splitter in der Vergangenheit, die in der Vergangenheit verteilt ist. Mario, Luigi, zieht los und findet die anderen Sternsplitter. Oh, übrigens, wenn ihr prüfen wollt, welche Koboldsternsplitter ihr bisher gesammelt habt, öffnet Steckweg und seht euch seine Bildschirme an. Well, ich bin überwältigt. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser neue Zeitstrudel euch zu weiteren Splittern führen wird. Warum springt ihr nicht gleich rein und reist ins Pilzkönigreich der Vergangenheit? Oh, wartet, bevor ihr geht, habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Es ist in Ordnung, er verleiht euch zusätzliche Kräfte. Drückt Start und Bildschirm mit einem Steckweg. Ach ja. Ich hasse Tutorials. Oh, welch Freude. Fuck you, Ornfan.
Der fantastikalische Bullshit. Goddammit. School Tutorials. Jupp. Let's go shopping. Shopping Hype. Shopping Hype. Was hast du denn im Angebot? Ausrüstung? Ja, was habt ihr für eine vernünftige Orden denn bitte? Das ist alles Bullshit. Gibt's irgendwas Vernünftiges an Kleidung? So viel dazu. Und Items. Bros Items, Kanonengeballer, gib mir so 4 Stück. Wieder, Blag. Jetzt müsste eigentlich der Wald kommen, wenn ich mich recht erinnere. Schurke! Ich wage zu sagen, das ist sie! Das Kind, das euch da beigetragt habt, Sir, ist die Prinzessin oder etwa nicht? Ja, ich bin nach 17,5 Stunden Schlaf immer noch müde. Bleibt fern, es steht euch nicht zu, ihre königlichen Hoheit anzusprechen. Weil sie nur kurz entschwunden und doch ist sie so winzig geworden. Deshalb war ich so gegen diese infernalische Zeitmaschine. Hilfe, so hilft mir doch. Prinzessin. Schurke. Goddammit, die haben sie beide nicht mehr alle. Ist denn sie... Ja, das ist der Wald. So, in diese komischen Baumstämme kann ich die Babys reinschleudern. Money! Nein. Oh, die Dinger sind nervig zu bekämpfen. Die Dinger haben viel zu hohe Verteidigung. Money! Schon sind wir wieder auf 200. Wow. Ich versuche den Waldabschnitt so schnell als möglich hinter mich zu bringen. Ario. Herr. Mario. Herr Mario. Herr Mario. Ich bin Todico. Ich war in der Zeitmaschine mit Prinzessin Peach. Als wir in dieser Zeit ankamen, wurden wir angegriffen. Eine grimmige Alienrasse, genannt Shropes, kam aus dem Nichts.
Oh meine Güte! Was ist hier geschehen? Kreisch! Web, das sind ein paar. Wer seid ihr? Ja, Shroops. Shroops. Shroop. Prinzessin Peach wurde von den Shroops entführt. Und ich wurde von den Bäumen des Waldes gefangen. Wie man an dieser tollen Ding sehen kann. Diese Bäume entziehen uns langsam aber sicher all unsere Pilzkräfte, den Elan. Der reine Elan fließt durch die Wurzeln der Bäume tief in den Untergrund hinein. Er sammelt sich in der Elanfabrik des Schrubs im Herzen des Waldes. Man sagt, die Pilzkraft wird in der Elanfabrik irgendwie verändert. What the fuck? Was für Gurken? Und du kennst den GBA-Teil, Buddy? Man vermengt sie mit üblen Chemikalien, so wird sie zum Schreibstoff. Treibstoff für die Untertassen der Schrubs. Und ich weiß, das ist meine weibliche Stimme. Happy Lizards. Ah, die Zivilanfabrik, das ist alles, was erzählt. Irgendwo in diesem Kombatbild, ich weiß es ganz sicher. Die Prinzessin Peach. Welp? Welp, that's room. Die Splitter sammelt. Der GBA-Teil ist gut. Ja, der GBA-Teil ist sehr gut. Ich werde ihn mir auch irgendwann für die Wii holen. Dammit. Level up! Wie immer mich selbst B ist nicht abbrechen. Level up again! Ich verhauch die Bonus gerade.